Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Loot-Chest Unboxing. Und zwar der Loot-Chest für Oktober. Hier im neuen Design. Wenn wir mal kurz schauen, hier ganz groß Geek Loot-Chest. Neu designter Karton. Hier von oben. Und von unten. Dieses Monat hat der Karton 0,9 Kilo und dann würde ich auch gleich sagen, fangen wir doch gleich mal an. So, das Lootbook, wie immer, legen wir mal zur Seite. Dann fangen wir hier mal an und haben hier gleich mal eine Werbung, 20% Rabatt und 30% Rabatt. Wer sie haben will, darf sie gern haben für Raubtierbrause. Hier die Codes, wer zuerst kommt, mal zuerst. Würde ich mal sagen, also beeilt euch. Dann haben wir hier wieder mal einen Loot-Chest Aufkleber, mal etwas Neues. Der kommt von Crabware, wenn man es hier etwas lesen kann. Etwas an Halloween angelehnt oder an The Walking Dead. Dann machen wir hier mal weiter. Dann haben wir hier einmal die Raubtierbrause Cola Energy Drink. Auch sehr schön designt die Dose. Dann kommen wir mal weiter. Und zwar haben wir hier, was haben wir hier noch? Da kommen wir später dazu. Ja, dann viele große Sachen, also machen wir doch gleich. Alter, wir haben hier Batman, The Bath Duck, eine Batman Badeente. Dazu werde ich einen kleinen Quick Look machen. Der folgt auch hier auf den Kanal. Schauen wir mal hier hin. Dann haben wir hier noch ein T-Shirt. In Grau diesmal. Das holen wir doch auch gleich mal aus der Verpackung. Würde ich sagen, mal auf hier. So, hier haben wir ein T-Shirt. Raptor Trainer. Also angelehnt an Jurassic World oder Jurassic Park, wie man es auch sehen will. In Grau. Auch nicht schlecht, mal was anderes. Legen wir auch zur Seite. Ja, dann muss ich mal kurz aufstehen. Dann haben wir hier noch ein Kleidungsstück. Das holen wir auch gleich raus. Sieht aus wie ein Fanschal. Seht ihr es? Ja, so halbwegs. Und zwar Aperture Laboratories. Steht da drauf. Sehr lang. Für die warme Zeit, für die kalte Zeit gerade recht. Kommt von Portal 2. Also auch Lizenzware. Den hätte ich mal eine Woche früher gebraucht. Momentan habe ich ja eine leichte Grippe. Man hört es vielleicht. Also seid mir da nicht so böse. Seht ihr, Entschuldigung. Dann haben wir hier ein Comic. August 2013, Spider-Man 1 mit zwei XXL Poster, sind hier auch drin, jawohl, hier sehr schön illustriert. Dann hier haben wir, welche das noch gibt, verzeiht mir, ich bin nicht ganz fit. Wie gesagt, so, was haben wir hier noch? Also es ist diesmal nicht viel, dafür für große Sachen. Wir haben hier einen Druck, da fragt ihr mich jetzt aber zu viel, wo der her ist. Das sehen wir dann im Lootbook. Ein Kunstdruck, ja, und das war's schon. Mehr haben wir hier nicht drin. Den lassen wir hier mal stehen. Dass wir ein kleines Bild haben.
dann schauen wir mal ins Lootbook. Da haben wir wieder die Einleitung. Dann haben wir Future Channel, diesmal Rough Styles. Und Fifi Future Looter. Wer es lesen will, kann gerne Pause drücken. Hier und nochmal hier. Dann Werbung für den hauseigenen 8-Bit-Shop. Dann fangen wir hier mal an. Hier haben wir den Portal Abture Schal für 19,95. Dann haben wir das Raptor Trainer T-Shirt für 14,95. Dann eine Comic-Erstausgabe für 4,95 €. Der Kunstdruck, wo ich nicht wusste, wohin, verzeiht mir, ich bin kein riesiger Doctor Who-Fan, der ist von Doctor Who. Für 4,95 €. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier den Crabware-Sticker, der ist mit keinem Preis angegeben. Dann haben wir hier die Raubtierbrause Cola für 1,49 €. Dann haben wir hier natürlich die Batman Party Ente für die Loot Chest Plus für 9,95 €. Und dann habe ich auch noch mal einen Code für euch, und zwar die 10% auf alles bei randyrun.com. Da könnt ihr gerne bestellen. Wer zuerst kommt, mal zuerst, ist natürlich klar. Dann hier noch mal die Rückseite. Und dann war es das auch schon diesmal wieder. Es gibt ja bei mir jetzt auch keinen Vergleich mehr. Weil ich würde sagen, inzwischen wissen wir alle, dass wir hier bei der Loot Chest immer etwas plus machen. Darum würde ich sagen, sparen wir uns die Vergleiche in Zukunft. Und ich spare euch ein bisschen Zeit, und ihr könnt vielleicht ein Video mehr auf meinem Kanal anschauen. Es gibt ja auch noch Figuren-Reviews bei mir auf dem Kanal. Die dürft ihr euch auch gerne anschauen. Von Hot Toys zum Beispiel, von Play Art Sky zum Beispiel, von Funko, und mit denen ich angefangen habe, mit den WWE-Figuren. Gibt es auch einiges schon bei mir auf dem Kanal. Wer Lust und Laune hat, darf da auch gerne mal vorbeischauen. Und somit bedanke ich mich fürs Zusehen und für eventuelle Daumen nach oben und sage bis zum nächsten Mal.